Sind Werwölfe in den letzten Jahren irgendwie pussyhafter geworden? Oder Monster ganz allgemein? Und ich meine nicht mal dieses Twilight-mäßige Oh, wir müssen die Monster süß und knuddelig machen, damit man die ficken will? Sondern ich meine die Tatsache, dass Monster einfach keine Bedrohung mehr darstellen, egal wie groß und bösartig diese Viecher auch sein mögen. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Bei Dragon's Dogma bist du etwa 10 Minuten mit deinem eigenen Charakter unterwegs, bis du mit deinem Starting-Gear gegen einen Zyklopen kämpfen musst. Und du gewinnst. Ich will nämlich jetzt nicht sagen, dass jedes Monster automatisch untötbar und gottmäßig sein muss, aber es gibt gewisse Regeln, oder zumindest dachte ich, es gibt diese Regeln. Ich dachte, die Regel wäre, Monster sind größer und böser als Menschen, darum haben wir Angst vor denen. Wenn jeder Kacknoob mit einer Lederrüstung und einem Langschwert einen Zyklopen verprügeln kann, warum haben wir Angst vor Zyklopen? Monster sollten meiner Meinung nach was Besonderes und vor allem Gefährliches sein. Ansonsten sind sie nichts anderes als Standard-Schwertfutter, das einfach ein bisschen hochgebufft wurde. Es gibt aber auch Beispiele, wie man es meiner Meinung nach richtig macht. Nehmen wir mal als Beispiel Dresden Files. Im zweiten Buch von Dresden Files geht es um Werwölfe. Da gibt es verschiedene Werwölfe, aber ich rede jetzt mal vom Loup-Garou, dem, was wir unter Werwolf verstehen würden. Ein verfluchter Mensch, der bei Vollmond zu einem bösartigen Wolfmonster wird. Nachdem der Loup-Garou sich in eine Polizeistation verwandelt hat, haut er durch Wände, als wären sie aus Pappe, tötet alles, was ihm begegnet, und am Ende ballert ihn Harry Dresden mit einem gewaltigen Zauber aus dem Gebäude und muss ihn dann mit einem Ritual binden, das ihn hoffentlich bis zum Morgen nicht einmal tötet, sondern einfach daran hindert, wild durch die Gegend zu morden. Und danach ist Dresden so am Arsch, dass er getragen werden muss. Und Dresden ist ein fucking Magier. Für die von euch, die den Contest von Dresden Files nicht kennen, nicht jeder Idiot kann Magier werden, muss dafür begabt sein. Um genau zu sein, gibt es etwa einen Menschen in einer Million Menschen, der Magie auf dem Level kann wie Harry fucking Dresden. Und der Typ war vollkommen am Arsch, nachdem er den Werwolf nur aufgehalten hat für eine Nacht. Nachdem der Werwolf etwa ein Dutzend Leute aufgefressen hat. Ihr seht, wie das ein klitzekleiner Unterschied dazu ist, dass jeder Vollidiot mit einem Silberdolch einen Werwolf killen kann, oder? Eine andere Reihe, die das Ganze recht gut macht, ist die Witcher-Reihe. Und einige von euch mögen jetzt sagen, aber how to? Du hast gesagt, Monster sollen was Besonderes sein. Und in Witcher läufst du rum und killst Monster einfach, weil du dadurch Taschengeld bekommst. Und ja, das ist zwar richtig, aber du bist Geralt von fucking Rivia. Du bist ein Witcher. Für die von euch, die sich mit Witcher auch nicht auskennen, Witcher oder zum Deutschen Hexer sind keine Menschen. Sie waren zwar mal Menschen, aber sind mittlerweile Mutanten. Sie wurden trainiert, wurden mit magischem Zeug vollgestopft, bis sie kaum noch gehen können und können jetzt im Dunkeln sehen, Feuerbälle werfen und all die anderen lustigen Sachen, die Menschen normalerweise nicht können. Und selbst für Hexer, diese herangezüchteten Supermutanten, deren einziger Zweck es ist, Monster zu töten, können selbst kleinere Monster wie Drowner eine Gefahr darstellen. Aber ich verstehe, warum Spielleiter und mittlerweile auch die Spielehersteller Monster für niedrige Levelcharaktere anbieten. Weil es einfach scheiße langweilig ist, immer nur gegen dieselben Goblins und Banditen zu kämpfen. Und ich werde einräumen, dass Dresden Files und die Witcher-Reihe, auch wenn sie sehr cool sind, nicht typische Fantasy darstellen. Beispielsweise ist Dresden Files sehr auf Menschen zentriert. Alles, was kein Mensch ist, hat zum ersten keine Seele. Und zum anderen ist alles, was kein Mensch ist, deutlich stärker als Menschen. Egal, ob es jetzt Feen sind, Vampire oder was auch immer, du musst dich vorbereiten, um gegen diese Viecher kämpfen zu können. Einfach weil es stinklangweilig wäre, wenn Dresden einfach in eine Bar voller Vampire reinmarschieren könnte, um dann zu sagen, Yippie-ki-yay, Motherfucker, um wild um sich zu schießen, so wie John Constantine in einem gewissen Film, den ich nicht erwähnen möchte. Auf der anderen Seite ist Geralt von Rivia so überpowered, dass er innerhalb von einer Minute, ohne dabei zu schwitzen, 4 gut trainierte, schwer bewaffnete Söldner umbringen kann. Also nehmen wir die Welt durch die Augen dieses komplett überpowerten Charakters wahr. Was wiederum anders gesagt heißt, das was Geralt von Rivia eben schnell vor der Mittagspause platt macht, könnte ein Bauer oder Fußsoldat nie im Leben bekämpfen effektiv. Also wäre unser Fokuspunkt im einen Fall ein stinknormaler Typ, der gegen große mächtige Monster kämpft und zufälligerweise Feuerbälle werfen kann. Und auf der anderen Seite ist unser Fokuspunkt ein übermäßig trainierter Superman-Soldat, der gegen ähnlich abgefuckte Monster kämpft, um Leute zu beschützen, die gegen diese Monster niemals eine Chance hätten. Es ist einfach rein thematisch ein extremer Unterschied zur normalen Fantasy. Denn bei normalen Fantasy haben wir einen Haufen relativ schwer bewaffneter Obdachloser, die von Ort zu Ort ziehen und für Geld alles töten, was ihnen vor die Messer läuft. Also relativ normale Leute eben.
Sicher, ein paar von denen können zaubern und sind Champions irgendeines Gottes oder irgendwas in der Art, aber das ist in der Welt normal. Und darum verstehe ich, dass man ein bisschen Auswahl bei Monstern haben möchte und nicht einfach nur jeder Gegner ein Bandit, Wolf oder Goblin ist. Das Problem ist, dass es auch für Stufe 1 und 2 Charaktere schon Dämonen und Teufel zu bekämpfen gibt. What? Ja, es gibt Dämonen und Teufel, Wesen, die aus der Hölle und dem Abgrund heraus beschworen werden müssen mit blutigen Ritualen und Jungfrauenopferungen, die von einem Level 1 Krieger umgeboxt werden können. What the fuck? Entschuldigt mich, wenn ich das ein bisschen skeptisch sehe, aber meiner Meinung nach waren Dämonen böse. Und ja, ich verstehe, es gibt eine Rangordnung, auch bei infernalen Wesen, aber niemand kann mir erzählen, dass es wert ist, ein Ritual abzuhalten, um einen Dämon zu beschwören, der so schwach ist wie ein besserer Goblin. Und ja, ich verstehe, nicht jeder Dämon ist 5 Meter groß und spuckt Feuer. Wenn man zum Beispiel Sukubi und Inkubi nimmt, sind die an und für sich relativ harmlos. Ich meine, von der Kampfkraft her sind die nicht viel stärker als ein normaler Mensch, vielleicht ein bisschen stärker, aber nicht großartig. Allerdings haben sie Fähigkeiten, mit denen sie kleine Armeen aufbauen können. Und das fehlt bei diesen Level 1 Dämonen einfach. Ich meine, sicher, die sind immun gegen gewisse Schadensarten, aber sobald der Noob-Krieger ein Kalteisenschwert hat oder ein Silberdolch hat, sind die Dinger tot. Und ja, ich weiß, meckern ist einfach, aber wie sollte man es besser machen? Grundlegend wäre es eine gute Idee, eine große Gruppe an relativ schwachen Viechern zu haben, also Goblins, Banditen, wilde Tiere oder irgendwas in der Art. Innerhalb dieser Gruppe kann man, ich sag mal, einfach Generäle haben. Goblins oder Wölfe oder was auch immer, die halt einfach ein bisschen stärker sind, ein paar Spezialfähigkeiten oben drauf haben, die aber trotzdem noch im Rahmen des Normalen sind. Und über diesen Generälen stünde der, ich sag mal, einfach König des Goblin-Stamms. Der ist relativ stark, hat vielleicht ein paar magische Artefakte und wäre auf jeden Fall zu viel, um von einem Bauern platt gemacht zu werden, eben weil er viel Erfahrung und viel Bling-Bling hat. Aber er ist trotzdem eindeutig ein Goblin. Um das Ganze mal auf menschlichen Standard zu erklären, Goblins wären normale Fußsoldaten. Sie sind nicht besonders gut ausgerüstet, haben ein bisschen Erfahrung, aber nicht besonders viel und sind halt relativ einfach platt zu machen, weil es einfach Goblins sind. Die Goblin-Generäle sind auch eindeutig Goblins. Sie haben dieselben, ich sag mal einfach interessanten charakteristischen Merkmale, wie einen großen Kopf, sie sind feige, sie sind laut, aber sie sind deutlich besser trainiert. Sie wären also nicht irgendwelche Standardsoldaten, sondern sie wären wirklich gut trainierte Veteranen. Und etwas wie der Goblin-König oder halt ein Alpha-Wolf oder was auch immer, wäre auf menschlichen Standards im Grunde ein Spitzensportler. Oder ein Spezialsoldat oder Batman im Grunde. Extrem gut trainiert, extrem viel Erfahrung und gute Ausrüstung. Aber trotzdem wäre es eindeutig ein Goblin. Und Goblins wären relativ alltäglich, zumindest in den Gebieten, wo Goblins wirklich halt leben würden und auch die Bauern überfallen würden, weil sie zu faul sind, selber Schafe zu halten. Oder zu blöd, je nachdem, wie man es haben möchte. Und die Bauern in dieser Region oder halt einfache Fußsoldaten in dieser Region würden mit Goblins gut klarkommen, einfach weil sie Goblins kennen. Sie wissen, wie Goblins kämpfen, sie wissen, worauf sie achten müssen und sie wissen, womit man sich bewaffnen muss, um effektiv gegen Goblins anzukommen. Bergriesen sind allerdings etwas komplett anderes. Riesen sind einfach schon mal größer, schwerer sich dagegen zu verteidigen. Und wenn ein Riese einen Bauern überfallen sollte, hat der Bauer keine Chance, sich auf ein nächstes Mal vorzubereiten, weil der Bauer, seine Familie und alles, was er an Viehzeug hat, tot und gefressen ist. Und das wäre ein Unterschied, den ich gerne in den meisten Systemen etwas mehr herausgehoben hätte. Es gibt Standardgegner, die im Grunde einfach zur Fauna... Es gibt Standardgegner, die im Grunde einfach zur Fauna gehören. Und es gibt Wesen, die einfach da wohnen, wo keine Menschen leben, höchstwahrscheinlich eben wegen dieser Viecher. Menschen könnten wahrscheinlich in den Bergen leben, aber die Bergriesen sind dem ein bisschen abträglich. Und die Wesen, die in den Bergen leben, also zum Beispiel Zwerge, haben erstens extrem gute Sicherungen in Form von Mauern, Burgen und sonstigen Scheiß und werden zweitens höchstwahrscheinlich spezialisierten Einheiten gegen Riesen haben, eben weil man sich gegen Riesen extrem gut vorbereiten muss. Das hatte ich, glaube ich, mal in einem Video erwähnt irgendwo. Also möchte ich einfach nur festhalten, dass zumindest meiner Meinung nach besondere Monster besonders sein sollten. Ja, es kann interessant sein, als Stufe 3 oder 4 Charaktere gegen einen geringeren Drachen zu kämpfen, aber Drachen an und für sich wirken einfach nicht mehr so furchteinflößend und monströs, wenn du weißt, es gibt Drachen, die kannst du mit der Offhand platt machen, wenn du auf Level 10 bist. Ich glaube, was ich versuche zu sagen ist, macht kein Skyrim. Ja, Drachen sind zwar legendäre, große Monster, die auf die Welt gekommen sind, weil die Endzeit antrifft, aber in-game sind sie einfach nur nervtötend. Du musst unterbrechen, was du machst, weil gerade schon wieder ein Drache unterwegs ist, die schreien musst du sowieso relativ selten.
Entschuldigung. Was ich meine ist, große, besondere Monster sollten sein wie Hummer. Man kann sie ab und zu mal haben, aber wenn du jeden Tag Hummer isst, wird Hummer irgendwann langweilig. Und wenn du deinen Spieler jeden Tag einen neuen Balrog, Drachen oder Erzdämon vorsetzt, wird es irgendwann nicht mehr besonders. Es wird einfach nur ein anderes Monster für platt machen müssen, um aus diesem fucking Dungeon rauszukommen. Und das finde ich einfach schade, weil man damit sehr viel Potenzial der Monster verspielt.